Hallo meine Lieben, auch die nächsten Netten. Herzlich willkommen zu Insert Coin, Folge 608. Ihr habt es gesehen, ich bin nicht der Felix, sondern der Pimin, wie immer. Der Felix hat ja schon auf Twitter geschrieben, hey, er fällt leider spontan krankheitsmäßig aus, deswegen übernehme ich für ihn. Aber keine Sorge, Felix hat die Hälfte der Sendung schon vorbereitet. Also ihr kriegt trotzdem die wöchentliche Dosis Felix, Rick und Insert Coin am Freitag. Ich habe mir auch so die letzte Folge noch mal ein bisschen angeschaut, Kommentare gelesen, zum Beispiel von Elcheffe25. Sehr cool, das mit dem Thema Sicherheit hat der Felix schon ein bisschen angeteasert. Da haben wir ja mit dem BSI was zu Gamescom gemacht. Finde das sehr gut, dass wir einmal über den Tellerrand schauen. Schaut euch das gerne an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich fand es auch sehr lustig, dass wir dazu gemacht haben. Aber auch bei meinem letzten Video gab es auch ein paar nette Kommentare. Sven Görner hat geschrieben, tolle Urlaubsvertretung, echt cool gemacht. Und der Quotentote, schicker Name. Moin, vielen Dank für eine weitere gelungene Sendung. Pimin ergänzt das Team meines Erachtens hervorragend. Einfach top. Und genau das soll es ja sein. Ich springe hier immer ein, wenn Felix nicht kann, im Urlaub ist, krankheitsbedingt ausfällt. Und dann bin ich für euch da. Ansonsten kriegt ihr immer den Felix natürlich. Was haben wir heute gemacht oder was haben wir für euch vorbereitet? Wie gesagt, Felix hat zwei Themen schon vorbereitet und das sind auch die ersten zwei, die in dieser Sendung kommen. Fangen wir an mit dem Filetstück der Woche und da schauen wir einmal auf Far Cry 6. Dann haben wir noch eine kleine Zock-Session zu Alien Fireteam mit dem Felix, dem Sascha und ich war auch dabei. Dann schauen wir noch auf die Kategorie Mobile. Da haben wir eine kleine neue Sendung, Slide to Unlock. Und zum Abschluss noch ein mein erstes Mal und zwar mit Lost in Random. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang weiter, weil ich habe mir so ein paar Themen rausgesucht. Unter anderem auch zu Gamescom, wo ja jetzt auch im Nachhinein noch ein bisschen was immer dazu kam. Deswegen sage ich einfach mal, quatschen wir direkt darüber, über die Themen, die ich mir rausgesucht habe. Ein großes Thema der Gamescom war Saints Row. Das habt ihr garantiert schon mitbekommen. Wir haben ja auch schon darüber gequatscht, sei es bei den Nachrichten, Felix auch letzte Woche schon in Insert Coin. Und an sich ist es ja jetzt nichts Besonderes. Aber ich will da über was quatschen, abgesehen davon, dass ich diese Serie oder Reihe sehr liebe. Und zwar die Themen oder die Videos, die ja gepostet wurden, sind ja nicht so gut angekommen, wie man sich das wünscht. Ne? Es wurde erst so ein Ingame-Trailer gezeigt, der wurde runtergevotet des Todes. Also wenn man da auf YouTube geschaut hat, über 50% bis zwei Drittel Daumen runter, also nicht gut. Dann haben sie ein, zwei Tage später nochmal so ein größeres Video gezeigt, wo auch dann endlich mal, oder was heißt endlich, dann auch Gameplay zu sehen war. Am Anfang war das auch gut gevotet, aber auch nach zwei, drei Stunden war da die Quote auch unter 50% negativ. Und ich finde das ein bisschen schade, weil bis jetzt hat man ja noch nicht so viel gesehen. Ne? Es ist sehr ähnlich, also es ist so zwischen Saints Row 2 und 3 angesiedelt, aber man hat auch schon viele Parallelen zu Saints Row 3 gesehen. Also es gibt drei Gangs wieder, da gibt es so die Hacker, dann gibt es so die, ne, die Stärkeren, so ein bisschen Militanteren. Und das, worüber sich ja die meisten aufregen, sind ja eher die Charaktere. Weil da sagen viele, ja, ey, das sieht ja eher aus wie so ein Fortnite-Skin oder Fortnite Cross Watch Dogs oder... Und ich finde, ja, also man kann sich da vielleicht schon drüber aufregen, wenn man sagt, ey, ich will nur meine alten Charaktere, die ich schon kenne. Aber bis jetzt weiß man noch nicht so viel drüber. Also ich bin da noch ein bisschen abwartend und sage, hey, schauen wir doch mal lieber, was da kommt. Denn was da doch kommt, das haben sie nämlich jetzt auch neu gesagt. Die planen mit einer großen Erweiterung, also was heißt, sie haben es gesagt, so ganz nicht. Im Epic Store ist nämlich eine Gold-Edition aufgetaucht und da hieß es, hey, es wird drei DLCs in der offenen Spielwelt von Santu Ileso geben, also dieser Welt, und die soll ja größer werden als je zuvor. Was bedeutet, dass auch wieder ganz viel um die Stadt herum, also so GTA-mäßig dann das alles aussehen wird. Deswegen, es wird viel kommen. Aber ich bin da noch so ein bisschen abwartender Natur. Mal gucken, wie es da so rauskommt, dass sich da viele Leute über diesen Satz beschwert haben wie geh weg von meinen Freunden und nicht geh weg von meiner Crew oder von meiner Gang. Hey, das soll sich jeder darüber aufregen, der meint, ich bin da noch abwartender Natur. Ich hoffe, es wird cool. Ich freue mich einfach erstmal, dass es ein neues Saints Row bald geben wird. Und zwar am 25. Februar, gar nicht mal so weit weg. Und dann können wir gerne nochmal drüber quatschen, ob es dann so blöd ist oder doch eigentlich ganz cool. Dann gab es diese Woche noch einen Stream zum Dead Space Remake. Wir haben auch schon, oder ich habe schon ein bisschen in den News drüber gequatscht. Ich will es noch ein bisschen mal ausführen. Also, was ist dabei? Es soll schon sehr auf dem Original basieren. Also, es soll sich noch wie das Original anfühlen, aber es wird trotzdem erweitert. Also, zum Beispiel die Story soll noch mehr an die Sequels und an die Romane herangebracht werden. Auch wenn die Originalstory natürlich dabei ist. Es wird auch noch was Neues in der Story geben. Das will ich aus spoilertechnischen Gründen hier nicht nennen. Da könnt ihr gerne nachforschen, wenn euch das interessiert. Isaac Clarke lernt übrigens auch das Sprechen.
Keine Sorge, der wird jetzt nicht dauernd quatschen oder so, sondern auch wirklich nur, wenn er angesprochen wird oder es zur Situation passt. Also wenn er sich, keine Ahnung, erschreckt oder solche Sachen. Genauer haben sie das nicht gesagt. Ihr könnt auch bei den Gliedmaßen inzwischen, also sie haben das verbessert, das Gliedmaßen abschießen, und zwar nicht nur so ganz oder gar nicht, sondern auch so das Fleisch von den Knochen könnt ihr jetzt auch so runterschießen. Also da gibt es schöne Animationen, haben sie gezeigt, wie sich das an jedem einzelnen Punkt verändert. Könnt ihr euch gerne im Stream anschauen, da ging 40 Minuten, also da wird echt viel gezeigt. Und das Lustige war, die haben halt auch wirklich gezeigt, dass sie auch noch echt früh in der Entwicklung sind. Also die haben wirklich teils Sachen gezeigt in dieser Entwicklungsumgebung, wirklich wo nur eine graue Fläche ist und wo halt nur eine Person stand, und die haben halt gezeigt, wie sie das verändert. Also die sind wirklich noch früh in Entwicklung, und das fand ich cool, dass sie das da so gezeigt haben. Natürlich gab es auch noch die normalen, die Infos, die man schon kannte. Also hey, keine Ladezeiten, es wird keine Mikrotransaktionen geben, besseres Schadensmodell, natürlich technische Verbesserungen aller möglichen Natur. Wenn ihr das genauer schauen wollt, wissen wollt, schaut euch das gerne an. Es heißt, wann es rauskommt, mindestens noch ein Jahr, vielleicht noch ein bisschen länger, man weiß noch nicht, wird dann aber nur für die Next Gen kommen. Also für PS5, Xbox Series und PC. Wenn euch das interessiert, schaut euch gerne an. Die Woche wurde uns auch was Neues zu Marvel Midnight Suns gezeigt. Und da gab es ja auch schon so ein bisschen, wie wird das, ne, XCOM? Weil es kommt ja von den XCOM-Macher Firaxis, und da haben ja auch alle schon gesagt, ah, das wird einfach XCOM im Marvel-Style. Da haben die aber vorab gesagt, hey, es soll sich keine Mechaniken mit XCOM teilen. Und auch so ein bisschen runden, also rollenspielmäßig sein. Da haben sie jetzt ein bisschen was gezeigt, und ich finde es verwunderlich, auch wie bei Saints Row, die Trailer runtergevotet des Todes. Also wirklich 50% negativ oder so. Und da muss ich sagen, verstehe ich sogar noch weniger so ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht schwingt da noch so ein bisschen so die Auswirkungen von Marvel Avengers mit, ne, was ja überhaupt nicht gut ankam. Und was ist jetzt, also um was geht jetzt überhaupt, um da mal kurz ein bisschen drüber zu quatschen. Man hat Gameplay gesehen. Ihr spielt einen anpassbaren Helden, der wiederbelebt wird, weil seine Mutter oder unsere oder eure Mutter dann auch von Hydra, Lilith heißt die, wiederbelebt wurde, so ein bisschen Nekromanten-Style. Und um die zu besiegen, weil ihr die einzige Person wart, die das je geschafft hat, werdet ihr von den Helden von Marvel und allem deinem Universum auch wiederbelebt. So, heißt, ihr wiederbelebt, eure Mutter wiederbelebt, ihr kämpft wieder gegeneinander. Und wie sieht das Kampfsystem aus? Es ist rundenbasiert, aber mit Karten. Es ist auch ein bisschen freier gestaltet, also es ist jetzt nicht so rastersymbolmäßig wie in XCOM, sondern wirklich freier. Ihr könnt so rumlaufen und das ist alles so mehr mit Kreisen. Ihr spielt immer mit drei Helden. Einer davon könnt ihr, wie gesagt, selbst anpassen. Ob ihr da auch eure Fähigkeiten selbst am Anfang anpassen könnt, also basiert ihr auf Karten, aber ob ihr auch einen eigenen Stil, so hey, ich bin lieber Nahkämpfer oder ein Magier, das weiß ich noch nicht, das hat man noch nicht gesehen. Aber ihr spielt, wie gesagt, mit drei Helden pro Gruppe, aber nicht nur in diesen Kämpfen, sondern auch außenrum, weil das Rollenspielmäßige ist auch ein relativ großer Punkt. Und zwar seid ihr in eurer Basis, das ist so eine Kathedrale, und da könnt ihr einfach zwischen Einsätzen rumlaufen. Da könnt ihr Trainingseinsätze machen, mit den anderen Helden quatschen. Also was heißt mit anderen Helden? Es gibt ja die, also ganz normal die Avengers, dann gibt es die X-Men, dann gibt es auch noch Ghost Rider und so. Also da gibt es ganz, ganz viele. Mit denen könnt ihr rumlaufen, mit denen könnt ihr quatschen. Auch so verschiedene Entscheidungen, so rollenspielmäßig halt, wo ihr dann entscheiden müsst. Einmal kommt es gut an, manchmal nicht. Und dann könntet ihr auch rollenspielmäßig eure Fähigkeiten verbessern, eure Beziehung zu den anderen Menschen. Finde ich eigentlich eine coole Sache, mir hat es gefallen. Die Sache ist, ich weiß noch nicht, wie das mit dem mit der Trefferwahrscheinlichkeit ist. Ob es auch am Ende so, hey, ne, nur zu 80%, zu 100%, oder die nur sagen, hey, es reicht schon das Glück mit dem Kartenziehsystem. Werden wir sehen. Es kommt raus im März 2022, aber schon am 7. September. Also ganz bald gibt es einen Gameplay-Stream, und da kämpfen Hunter und Wolverine gegen Sabertooth. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und nochmal einen genaueren Blick haben wollt, wie das Kampfsystem ausschaut, verpasst das nicht. So, genug über irgendwelche News und Themen gequatscht. Kommen wir zum ersten Thema dieser Sendung, und zwar zu dem Filetstück der Woche. Das hat Felix für euch vorbereitet. Far Cry 6, schaut euch das doch einfach mal an. When Yara becomes paradise, my methods, no one will care. Wer Far Cry kennt, weiß, was ihn erwartet. Kaum ein anderes Spiel repräsentiert die Ubisoft-Formel so sehr wie Far Cry. Und doch macht die muntere Open-World-Ballerei immer wieder Spaß, nicht zuletzt dank ausgefeiltem Gameplay, viel Inhalt und punktgenauer Steuerung.
Nun stellt sich nur die Frage, ob Far Cry 6 außer einem neuen Szenario samt fiesem Gegenspieler echte Neuerungen zu bieten hat. Im Rahmen eines Remote-Events konnten wir Far Cry 6 bereits sehr ausgiebig anzocken und erste Eindrücke sammeln. Your mouth is huge. Schon das Szenario von Far Cry 6 macht im Grunde klar, dass in diesem Jahr alles eine Nummer größer wird. Der fiktive Karibik-Inselstaat Yara wird von Diktator Anton Castillo gepeinigt, wunderbar dargestellt von Giancarlo Esposito, den wir natürlich alle aus Breaking Bad, Better Call Saul und The Mandalorian kennen. Castillo herrscht mit eiserner Hand über den kleinen Inselstaat. Dank des aus Tabak gewonnenen Krebsheilmittels Viviro hätte er sogar ein Argument für eine internationale Rolle. Dass das Zeug allerdings eher durch Sklaverei als legitimen Anbau gewonnen wird und es Nebenwirkungen gibt, sollte die Öffentlichkeit allerdings eher nicht erfahren. Auftritt für Danny Rojas, unsere Hauptfigur, wahlweise männlich oder weiblich. Danny hat die Nase gestrichen voll von Yara und will einfach nur weg, am besten via Mexiko nach Florida. Unnötig zu sagen, dass das völlig in die Hose geht. Danny findet sich jedenfalls halb ersoffen am Strand einer kleineren Insel von Yara wieder. Dort trifft unsere Hauptfigur auf die kleine Rebellentruppe Libertad. Durchaus kampftauglich. Nach früherer Militärzeit erlernt Danny dort die Grundlagen des Guerillakriegs, zum Beispiel die geheimen Wege durch die Gebiete oder den mehr oder minder improvisierten Bau von Waffen und Ausrüstung. You want us to take down Anton's ships? We're goddamn fishermen. Then leave us to die again, compadre. Nach einem sehenswerten Abschluss auf der kleinen Insel geht es aufs Festland. Ihr lernt weitere Rebellen und Widerstandstruppen kennen. Ein Guerilla-Camp, das ihr mit Hilfe von Rohstoffen nach und nach weiter ausbauen könnt, wird zum Stützpunkt für eure Aktivitäten in Yara. Von dort aus könnt ihr sogar mit dem Bandidos-Feature Söldner und Rebellen, die ihr im Laufe der Einsätze rekrutiert, auf Missionen schicken, um weitere Ressourcen zu erbeuten. Auf Yara seid ihr nicht allein unterwegs. Zum einen stehen euch tierische Begleiter zur Verfügung, die sogenannten Amigos, wie der Rollenstuhl-Dackel Chorizo, der Gegner ablenken kann, oder Krokodil Guapo, das etwas bissiger zur Sache geht. Die könnt ihr per Knopfdruck postieren oder direkt auf Gegner ansetzen. Die andere Alternative ist ein menschlicher Begleiter, denn Far Cry 6 kann auch im Zweispieler-Koop gespielt werden. Das klappte in unserer Anspielsession erfreulich reibungslos und auch in den Details macht Ubisoft viel richtig. Yara entpuppt sich als verflucht große Spielwelt. Zum Glück stehen euch reichlich Vehikel zur Fortbewegung zur Verfügung, während Camps und eroberte Kontrollposten als Schnellreisepunkte dienen. Autos und LKWs, Motorräder und Quads, Boote aller Art, Pferde, Flugzeuge, Helikopter. Alles ist vorhanden und kann eurem Fuhrpark zugefügt werden. Selbstredend können Vehikel sogar modifiziert werden. Euer Waffenarsenal ist umfangreich und füllt sich schnell. Standardmäßig mit der Machete ausgestattet kommen Pistolen, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre, Gadgets wie Flammenwerfer oder Nagelpistole, bis hin zu verschiedenen Backpacks mit verschiedenen Specials wie Raketenwerfer, Explosionsring oder EMP-Puls hinzu. Unterschiedliche Spielweisen sind so kein Problem. Ihr könnt sowohl ganz blazing auf eure Gegner losgehen oder auch komplett im Stealth spielen und eure Gegner mit Machete oder Schalldämpfer ausschalten. Steuerung und Gunplay machen einen gewohnt guten Eindruck. Waffen gibt es auch in einzigartigen Ausführungen mit mehr Wumms. Solche Waffen erwischt ihr schon mal von gegnerischen Offizieren oder bei Schatzsuchen. Bis auf die einzigartigen Waffen können alle Vernichtungsgeräte an der Werkbank modifiziert werden. Auch bei Rüstungen bzw. Rüstungsteilen gibt es viel Auswahl. Manche bieten Verteidigung gegen bestimmte Munitionstypen, andere schützen wiederum vor Feuer und Gift. Die Umgebungen sind enorm abwechslungs- und detailreich und farbenfroh. Das Karibik-Flair hat ebenso herrliche Strände und Dschungel zu bieten wie kargere Gebirgsregionen oder Agrarlandschaften. Eher ungewöhnlich ist, dass es dieses Mal auch sehr viele urbane Umgebungen gibt. Die Lichtstimmungen sorgen für viel gute Laune, das hat Ubisoft mittlerweile richtig gut drauf. Mal einfach nur im Boot an der Küste entlang schippern oder mit dem Heli über den Dschungel cruisen, sieht einfach klasse aus. Muerto el perro,
Se acabó la rabia. Ubisoft nimmt so ziemlich alle Elemente, die wir aus früheren Teilen kennen, und legt noch mal ein paar Schaufeln Kohle nach. Die Spielwelt ist gigantisch, mitunter bildschön und abwechslungsreich. Die Action ist wuchtig und krachend. Die Waffen sind teils skurril, manchmal etwas over the top, aber sie punkten mit tollem Handling. Dazu noch die vielfältigen Open-World-Aktivitäten, die unzähligen Vehikel, das brachial umfangreiche Waffenarsenal, das macht schon Laune. Shooter- und Open-World-Freunde mit Hang zu spielerischer Freiheit haben jedenfalls allen Grund, sich auf Far Cry 6 zu freuen. Far Cry 6, das Filetstück der Woche. Ich muss sagen, ich bin ein sehr großer Fan der Far Cry-Reihe. Ich habe bis jetzt jeden Teil gespielt, bis auf Far Cry 5 und New Dawn. Da hat mich die Reihe so ein bisschen verloren. New Dawn reizt mich auch nicht. Far Cry 5 will ich auf jeden Fall nachholen. Und ich finde, irgendwie Ubisoft schafft auch immer, ich finde, immer coole Settings zu finden. Ich fand Far Cry 3 cool, 4 cool, 5 finde ich vom Setting auch interessant und 6 auf jeden Fall auch. Giancarlo Esposito, mega Bösewicht. Ich freue mich drauf, wenn es rauskommt. Hoffe, dass es gut wird. Und dann sehen wir mal, wie viel Spaß ich damit habe. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar der Zock-Session Alien Fireteam mit dem Felix, mit dem Sascha und mir. Und wie wir uns geschlagen haben, das seht ihr jetzt. Hallo und herzlich willkommen, verehrte Zuschauer, zu einer Runde Zock-Session. Und zwar, wie ihr schon seht am Studio, wir haben es grün beleuchtet. Das passt heute zum Spiel, denn wir zocken Aliens Fireteam Elite. Das ist das neue Koop-Action-Spiel, das jetzt rausgekommen ist. Und wir alle wissen ja, das säurehaltige Blut der Aliens ist so grünlich. Und ich begebe mich jetzt mit meinen zwei Kollegen Pirmin und Sascha Hello. Auf Alien-Jagd. Hallo, hallo, Leute. Guten Abend. Bereit für die Action. Bereit für die Action. Lieber Sascha, a.k.a. The Hoff, du bist unser Gruppenführer. Du hast einen Schützen gewählt. Der liebe Herr Pixel hier, das ist der Pirmin, der hat den schweren Soldaten gewählt. Und ich bin der Techniker. Das sind drei der vier Klassen. Es gibt dann noch den Doc. Aber Hoff, du startest jetzt einfach meine Mission. Wir legen jetzt einfach los und begeben uns auf die Monsterjagd. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wo das jetzt im Alien-Universum angesiedelt ist, welche Zeitepoche, ob das jetzt nach welchem Film gespielt. Ist mir ehrlich gesagt aber auch vollkommen egal. Aber wir sind mit drei Klassen unterwegs, auf irgendeinem Raumschiff, Station, whatever. Eine alte Ölraffinerie im Weltraum. Okay. Öl im Weltraum. Ich muss dazu sagen, ich habe ja den Techniker gewählt und der kann keine dicken, schweren Wummen nehmen, wie jetzt zum Beispiel der liebe Schütze, der Hoff, der hat die typische Assault Rifle, die man hier kennt. Ne? Und der Pirmin wiederum ist der schwere Fuzzi, der hat diese geile Smart Gun. Da bin ich gespannt. Die so ein bisschen Ziele anvisiert, automatisch. Ja, die bratzt schon ordentlich was weg. Das finde ich grafisch eigentlich ganz cool hier so. Also das fängt halt schon den Stil ganz gut ein, ne? Also, auch die Soundeffekte der Waffen und so weiter, ja. Da ist es! So. Sehr schön. Ich schmeiß mal Granaten raus. Ich lass mein Geschütz alles machen. Alles easy peasy, lemon squeezy. Gut, machst du das Geschütz. Oh shit, da kommt eine ganze Menge. Vielleicht nehme ich doch mal die Shotgun. Ich buff mal unsere Waffen, jetzt müsstet ihr schneller schießen und nachladen können. Geil, hier die dicke Wumme vom Pirmin. Schaut euch das an hier. Das ist Vasquez pur. Was denn? Oh shit! Okay, das wird dann ein Quicktime-Event. Oh, hier ist irgendwas Komisches. Was war das denn für ein komisches Alien? Ich finde die Sentry-Mechanik ein bisschen doof, muss ich sagen. Cool. Action ist vorbei. Hauptsache, ich habe jetzt meinen Sentry wieder deployed. Das sollen wir nicht mehr vorlaufen lassen. Nee, ihr geht schon vor. Keine Sorge. Oh, da ist ein Dicker. Da kommt wieder so ein Spitter. Oh, der Schweinebärchen hat versucht, mich anzuspucken. Das ist aber nicht die feine Englische. Oh, da ist ein größerer. Shit! Ich muss gerade mal nachladen, aber jetzt der finale Schuss. Es läuft, Leute. Schön Aliens planschen. Achtung, da kommt links, dicker, großer. Hat sich ausgegroßt und gedickt. Hello, Marines. It is a pleasure to work with you. Oh!
Und quasi aus dem Hinterhalt hat dieses Scheißding mich hier angefallen. Die sind es natürlich schon tricky, weil sie können diese Aliens ja quasi von überall herkommen lassen. Ist die Frage, inwiefern das Spiel da fair ist und dann halt wirklich so realistische Zugänge zu den Räumen dann auch als Spawnpunkt nutzt oder ob die einfach dann hinter einem auch mal spawnen, obwohl es eigentlich nicht möglich wäre, ne? Alter! Was ist das denn für ein krasser, dicker, großer Raum hier? Ein verstecktes Lager. Aber es sieht schick aus. Ich drück mal wieder drauf hier. Ich hab Brandgeschoss, wie mache ich die denn jetzt? Jetzt wäre das Geschütz ziemlich gut, ja. Es steht auch da. Und vielleicht suchen wir uns etwas Deckung. Also hier stehen jetzt zwei Geschütze. Und lassen sie kommen, ja. Und ich mach mal Brandgeschosse. Geil. Burn, Motherfucker, burn! Oh, wir haben noch eine Minute, müssen wir noch ganz schön lang durchhalten hier, ne? Ja, das schaffen wir. Schon wieder ein Splitter. Jetzt kommt er auch von hinten, von der Seite. Oh, shit. Oh, langsam wird's dangerous. Haut drauf. Ich hab nochmal den Buff rausgeballert. Ich muss gerade nachladen. Alter Falter. Oh, der Dicke hat mich. Der Dicke hat dich? Ja, der ganz Fette. Oh. Das war's, ausgedickt hat er. Jetzt haben wir ihn. Aber nur noch 10 Sekunden. Das kriegen wir hin, das ist alles easy. Ab in den Alter Falter, Alter. Ab in den Fahrstuhl. Wo lauft ihr denn hin? Wo seid ihr? Fahrstuhl. Fahrstuhl? Ich laufe. Ich hab einen Dicken im Rücken. Ich muss einmal rumlaufen. Ich hab einen Dicken im Rücken. Letzte Sätze aus dem Darkroom. Ich muss tatsächlich sagen, so. Ich find's gar nicht so unspaßig, aber ich mag den Techniker nicht so. Ich meine, ich bin nun mal so ein großer Fan von Geschützen aufbauen und jetzt hier so, in der letzten Situation fand ich es auch ganz gut. Wenn jemand wechseln möchte, ist jetzt die beste Gelegenheit. Was sagen? Schussgenauigkeit, ja. Sieht man nochmal so ein paar Zusammenfassungen, aber wir wollen doch jetzt die Kampagne fortsetzen, oder? Oder jetzt kurz die Charaktere wechseln. Das dann müssen wir in die Basis zurückkehren, oder? Dann würde ich würde ganz gern mal, wenn es geht, den Zerstörer spielen. Dann wechseln wir doch gerne. Dann nehme ich mal den Medi mit. Genau, das wäre vielleicht nicht schlecht, dass wir einmal auch den Medi sehen, weil ich will mal dieses Mal der Zerstörer. Ah, und ich habe hier auch ich kann eine Präzision, ich kann da auch ein paar Sachen hier verändern. Und habe jetzt noch was dazu gebaut an meine Waffe. Ich bin bereit und dann geht's go, auch go, los. Go, wie sie beim Militär immer sagen. Alter, jetzt habe ich die dicke Wumme. Meine Güte, jetzt geht's ab. Ja, die visiert gleich automatisch an. Das ist schön. Boah, fies. Jetzt muss ich mir erstmal umgewöhnen. Ja. Das ist zwar stärker, die Waffe, aber die. Da kommt gleich was. Hier, direkt mal ein Heilungsspot. Alter Falter, ich flonz die alle weg, ey. Wenn ihr hier reingeht, dann werdet ihr geheilt. Ach, das ist cool. Das hast du jetzt als Doktor hingeworfen. Sehr genau. Fein. Das ist fantastisch. Jetzt sind wir unsterblich. Ich bin einfach nur am Dauerfeuern. Oh, jetzt nicht mehr, weil ich keine Munition mehr hab. Shit! Der Dicke! Der Dicke! Jetzt wär's mal Zeit für den Raketenschwarm. Ja, ich wollte ihn machen, aber er hat mich... Okay, weg oben. Ist er. Mann, 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 hier geht's ab. Party im Nachtclub. Ich glaube, wir gehen einfach mal weiter. Warte, wir warten noch erst kurz, bis der hier platt ist. Na, komm schon. Komm mal, Pixel, Piermin. Ja, ich bin auch weg. Komm, rein. Ich warte, bis die Säure weg ist. Ach so. So, meine Healing-Station ist auch wieder... Wow. Tschüss. Alter Falter, was ist denn hier los? Doch, jetzt ist er da. Er ist da, er ist da. Er ist da, er ist da, er ist da, er ist da. Er war da. Man verliert leicht die Übersicht, würde ich sagen. Ja, sehr leicht. Meine Güte. Corona-Hobby. Ist es denn, wenn du alleine spielst, sind da auch so viele Gegner? Nee. Das wird dann schon angepasst. Also, das wurde angepasst. Man ist ja mit der KI unterwegs, also mit diesen Bots. Aber das war bei weitem nicht so viel. Langsam geht meine Munition zur Neige. Ja. Munition ist gerade schon so ein bisschen. Vielleicht habe noch eine Pistole, aber sonst. Eine Pistole, das hat noch niemand von dem Alien. Alles, was du hast. Aber wir laufen jetzt einfach mal fix weiter. Wir müssen mal weiterschauen hier. In der Hoffnung, dass. Death from above! Diese fiesen Fucker, ey. Jetzt ist hier auch noch zappenduster. Okay, hier geht's jetzt wieder los. Für einen Kampf bin ich gut. Gut, dann nutze ich jetzt mal mein Privates hier. Ah, die Magnum ist aber geil, die Pistole. Die macht One-Shot. Du hast eine Magnum? Ja, die Pistole, die du vorhin auch hattest. Schwere Pistole, die macht One-Shot, One-Kill. Ich komme überhaupt nicht dazu, so richtig überhaupt zu zielen. Ich baller einfach in die Masse irgendwie rein. Ja, geil, jetzt habe ich auch keine Munition mehr. Muss ich auch
Nee, ich habe überhaupt keine Munition. Da ist eine Munitionsbox, Buben. Hinten links jede Menge. Ein paar einzelne von vorne. Alter Falter, da kommen so viele gerade. Mein Healing ist down. Oh, ein ganz dicker, großer, komischer Weißer. Jetzt bin ich... Was bin ich denn jetzt? Ich bin noch gar nicht. Was macht dieses Spiel mittendrin? Sagt mir, ich soll den Verbandskasten verwenden. Das weiß ich schon. Ich mach das dann, wenn ich das will. Lenkt mich voll ab. Was sind das für eine Kacke? Ja, lasst uns abhauen. Ja. So, jetzt gehen wir weiter. Ey, da geht echt ein krasses Magazin einfach drauf, wenn die da kommen. Manche von denen so ein bisschen so ein Bullet Sponge. Aber das finde ich auch in Ordnung, weil ne, die ganz normalen Aliens, die sind ja wirklich schnell weggepustet. Aber ewig lang kann dieses Level jetzt auch nicht mehr gehen, ne? So ein bisschen verteilt. Doch, da ist eine Munitionskiste. Ja, da ist eine. Da sind noch Medikits. Aufrüsten, Burschen. Ich mache auch über. Sagen wir mal so, ich kenne die Stelle. Deswegen lege ich jetzt hier schon mal Minen aus. Ich lege auch Minen aus. Wir müssen uns aufpassen, dass sie vielleicht nicht zu nah beieinander liegen. Ja, ich nehme mir noch so einen Verbandskasten. Oder nicht. Habe ich dir den jetzt weggenommen? Ja, einer von euch hat sich da meinen Verbandskasten. Nein, ich habe zwei genommen, weil ich 500 plus mache. Das ist schlauer. Okay. Ich knall hier gleich also mal hier rein. Ich mache jetzt diese Tür solltest auf. Solltest du das Ding jetzt schon auf? Ja, stell schon mal das Teil auf. Dann kann jetzt jeder noch hier schön zehren. Links. Wow. Ich glaube, hier müssen wir uns jetzt echt mal ein bisschen aufteilen. Ja, ich schaue so ein bisschen mehr nach rechts gerade. Oh shit, rechts kommen ziemlich viele. Links salzt sich auch einiges ab. Ich weiß nicht, ob diese Minen überhaupt irgendwas machen. Doch, da ist jetzt, da hinten hat es jetzt mal was gemacht. Alter Falter, da rechts kommen sie an. Muss nachladen, da kommt irgendwie... Kommt wieder ein Spitter. Und ein Buster und ein Morpher. Und ein... Die Dicke ist wieder da. Die dicke Bertha? Ja, beste Freund. Unsere dicke Freundin. Ja, hab sie gefunden. Shit! Bitte, bitte, bitte. Munition. Danke. Ich halt's einfach nur wild drauf, ey. Das ist echt... Der Burster hat's nicht geschafft. Sehr gut. Achtung, Dickmann ist wieder da. Alter, das ist aber auch gemein. Die haut dann immer ab in irgendwelche Lüftungsschächte. Das ist eine feige Drecksau. So. Alter Falter. Oh. Ich krieg ja gar nichts mehr mit hier. Voll lauter Säure und Kugeln und Aliens. Shit, und ich bin gleich hinüber. Ja, ich bin auch. Ja, ja. Oh, die Dicke hat mich, Felix. Bist du noch? Ich bin aktiv, mein Freund. Aber ja, wie lang geht es denn noch hier? Das ist ja echt Wahnsinn. Weißt du, vorher kannst noch die Klappe noch mal, aufgerissen? Ich bin platt. Ja, ich auch. Kannst du noch heilen, Pyramid? Nee, Pyramid. Nee. Heim, mach das mal. Der Heiler? Mach das mal. Der Heiler heilt nicht. Der Heiler heilt nicht, ey. Pyramid, ey, warum nehmen wir dich mit? Weißt du, ich komme dir schon entgegen und dann muss ich zuschauen, wie du halt von so einem Alien That's gebumst it. Wirst. Ja, liebe Leute, das ist Aliens Fireteam Elite. Sascha und Pyramid, was ist euer Eindruck? Wild. Sehr, sehr wild. Und ich finde es auch ein bisschen langweilig. Echt? Okay. Pyramid, wie siehst du das? Also es ist eine Riesenschnetzelei und die macht auch zu dritt macht es Spaß. Ich habe ja eine Runde alleine gespielt, da fand ich es nicht so cool. Also zu dritt macht es deutlich mehr Spaß als alleine und da kann man garantiert ein paar nette Runden haben. Ich sehe es bis jetzt zumindest auch recht ähnlich. Ich glaube, im Koop-Modus ist es etwas, was man durchaus spielen kann mit ein paar Spätzeln, ein paar Bierchen ins Gesicht reinstellen und dann ist es schon in Ordnung. Es ist halt jetzt nicht wirklich sonderlich ausgeklügelt. Die Aliens bestechen durch Masse. Wir haben am Anfang noch den Mund ziemlich voll genommen und gesagt so, ey, mit Medic und People, was soll denn da schiefgehen? Nun, das hat man es gesehen, weil die Wellen an Aliens, die da kommen, das ist wirklich sehr, sehr viel und sehr ausufernd. Mhm. Darüber kann man jetzt auch streiten, ob das wirklich dann spannungsgeladen ist, wenn es so unendlich lang weitergeht. Aber ich finde es an sich ganz okay. Es ist aber nichts Weltbewegendes. Würde ich das jetzt eher spielen als ein Left 4 Dead oder hier ein Back 4 Blood? Schwierig. Es hat natürlich den Bonus der Alien-Lizenz. Wenn man da ein Riesenfan von ist, dann mag das sicherlich ein entscheidender Faktor sein. Aber es ist jetzt definitiv nichts Herausragendes. Es ist okay und man kann damit Spaß haben, aber ist halt komplett auf Multi ausgelegt und allein würde ich sowas auch nicht spielen.
Ja, gut. Jungs, ich danke euch ganz herzlich fürs Spielen und dann sehen wir uns bald mal wieder. Tschüss. Ihr habt's gehört, Alien Fireteam. Ich find's am coolsten, wenn man das mit Freunden spielt. Hab aber auch Leute in meiner Steam-Liste, die haben's auch alleine in 35 Stunden durchgespielt. Kann jeder machen, wie er will. Kommen wir da lieber zu was Neuem, und zwar zu der Kategorie Mobile. Ich weiß, oder ich kann es jetzt schon hören und lesen, wie alle auf die Barrikaden gehen. Mobile, echte Gamer zocken nicht auf dem Handy. Es ist ein kleines neues Format, das wollen wir euch hier jetzt einmal vorstellen. Das Format heißt Slide to Unlock. Ich erkläre auch gleich nochmal im Format dann selber, um was es ein bisschen geht. Keine Sorge, wir zeigen das hier nur einmal, dass wir was Neues machen. Wir werden das hier nicht immer einbauen in InsertCoin. Keine Sorge, das ist nur ein kleines Add-on, ein Zusatz, was wir jetzt neu dazu produzieren. Das wird hier nichts ersetzen oder so. Aber schaut sich am besten einfach mal an. Servus meine Lieben und auch die nächste Netten. Herzlich willkommen zu dieser neuen Mobile Gaming Show Slide to Unlock mit mir, dem Piemin. Und ich habe drei Themen für euch vorbereitet. Einmal das neue Mobile-Spiel Marvel Future Revolution. Dann gibt es noch Neuigkeiten zum Summoner Wars Universum. Und zum Abschluss ein kleines nettes Text-Adventure, Plan B from Outer Space, A Bavarian Odyssey. Warum machen wir das Ganze? Nun ist es ja so, dass inzwischen immer mehr Spiele nicht mehr nur für PC oder Konsole erscheinen, sondern eben auch auf Mobilgeräten. Und das wollen wir so ein bisschen covern in regelmäßigen Abständen und deswegen haben wir diese kleine nette Sendung ins Leben gerufen, um euch zu zeigen, was da so auf dem Markt los ist. Und gerade die Gamescom hatte ja sehr, sehr viele Neuigkeiten parat, unter anderem das neue Spiel im Marvel-Universum. Das Marvel-Universum hat inzwischen schon so einige Gaming-Verwurstungen mitgemacht. Ungewöhnlich, dass jetzt ausgerechnet ein Handyspiel zum besten Titel der Lizenz avancieren könnte. Mit Marvel Future Revolution von Netmarble kommt ein Mobile-MMO inklusive offener Spielwelt und RPG-Ansätzen. Schon in den ersten Minuten macht sich bemerkbar, dass Marvel Future Revolution sich sehr viel Mühe mit seiner Präsentation gibt. Viele Zwischensequenzen, schöne Grafik und schnelle Kämpfe mit diversen Charakteren sehen schick aus. Nach dem Einstieg haben wir die Möglichkeit, einen Helden auszuwählen, den wir im Laufe der Zeit anpassen und verbessern können. Neue Fähigkeiten, bessere Kleidung, Levelaufstiege, alles in allem klassische Rollenspielkost. Einmal in der Spielwelt von Future Revolution angekommen, geht es gegen jede Menge Gegner. Die Kämpfe laufen dabei meist gleich ab. Erst spammen wir unsere Fähigkeiten, warten dann auf ihren Cooldown und beginnen sogleich von vorne. Standardangriffe und gekonntes Ausweichen sind dabei zumeist überflüssig. Die Kämpfe lassen sich ebenso wie das Laufen zur nächsten Questmarkierung automatisieren. Lediglich die Bosskämpfe tanzen aus der Reihe. Hier müssen wir noch selbst Hand anlegen und unser Können unter Beweis stellen. Marvel Future Revolution ist an sich ein spaßiges Handy-MMO mit einer netten Geschichte. Der Einstieg fällt leicht, auch wenn die automatisierten Kämpfe ein wenig zu leicht ausfallen. Schon nach ein paar Minuten verlangt das Spielerherz dann doch ein bisschen mehr. Außerdem kann auch die schöne Präsentation nicht über den Grind, ein übervolles Display und die Verführung zum Echtgeldeinsatz hinwegtäuschen. Für eine Handvoll lustiger Spielstunden auf dem Handy ist Marvel Future Revolution aber trotzdem eine Empfehlung. Eine echte Perle unter den Marvel Games solltet ihr aber nicht erwarten. Das war Marvel Future Revolution. Wenn ihr Marvel-Fan seid, schaut es euch auf jeden Fall an. Kommen wir damit zu den Neuigkeiten im Summoners War-Universum. Und zwar einmal wurde auf der Gamescom was zum neuen Spiel Chronicles gezeigt und die Season 5 ist in Lost Centuria gestartet. Die Gamescom hatte auch für Mobile-Gamer ein paar Neuigkeiten parat. Neben der Neuerscheinung Marvel Future Revolution gab es auch neue Infos zum von Fans lang ersehnten Summoner's War Chronicles. Come to Us verfrachtet euch im neuesten Ableger aus dem Summoner's War-Universum in eine Zeit vor Sky Arena und Lost Centuria. Im MMORPG schlüpft ihr in die Rolle eines Beschwörers und könnt diesen wie gewohnt aufleveln und ausrüsten. Mit unterschiedlichen Fähigkeiten erkundet ihr diverse Kontinente wie Vulkane, Gletscher oder Elfenwälder und trefft auf allerlei Kreaturen. Zudem erwartet euch eine große Auswahl an PvE- und PvP-Herausforderungen. So könnt ihr euch mit anderen Spielern zusammenschließen, um zum Beispiel einen Boss-Raid zu starten und Belohnungen abzustauben. Come to Us plant derzeit mit einer kostenlosen Veröffentlichung von Summoner's War Chronicles für Android, iOS und Windows im kommenden Jahr.
Neben dem neuen Summoner's War Chronicles gab es auch Neuigkeiten zum Vorgänger Lost Centuria. Das Echtzeit-PvP-Action-Spiel startet nämlich in die 5. Season. Im Vordergrund steht dabei der Bündniskampf, der ab sofort 2x die Woche stattfindet, jeweils donnerstags und sonntags. Dazu fragt ihr einfach eure Teilnahme an und nachdem ihr vom Bündnismeister angenommen wurdet, habt ihr 24 Stunden Zeit, eure Decks zusammenzustellen. Mit jeweils 2 Chancen pro Teilnehmer habt ihr die Möglichkeit, die Basen der Gegner anzugreifen und dadurch Sterne zu sammeln. Am Ende gewinnt die Seite mit den meisten Sternen. Dem Erfolg entsprechend werden hinterher Belohnungen ausgeschüttet. Neben dem Bündniskampf erhalten noch andere Spielmodi verschiedene Optionen für Kampfmodi und Regeln. Summoner's War Lost Centuria ist kostenlos auf Android und iOS spielbar. Kommen wir damit zum dritten Thema unserer Sendung, und zwar Plan B from Outer Space, A Bavarian Odyssey. Und das solltet ihr euch definitiv mal anschauen. Viele Menschen assoziieren mit Deutschland hauptsächlich Bayern. Spiele wie Mario Kart Tour Berlin befeuern das Stereotyp mit Figuren wie dem Lederhosen-Luigi nur noch mehr. Plan B from Outer Space, A Bavarian Odyssey setzt sich mit der Kultur des Freistaates von Markus I. indes etwas genauer auseinander. Als Alien strandet ihr mit eurem UFO in Bayern und müsst alles rund um Unterhinter-Obersbach in Erfahrung bringen. Zu Gamescom gab es von dem skurrilen Titel eine kleine Demo, die konnten wir natürlich nicht liegen lassen. In dem intergalaktischen Comedy-Abenteuer im Stile eines interaktiven Buches erkundet ihr als frei anpassbares Alien das Land der sogenannten Baibaren. Weil die so gefährlich für unseren intergalaktischen Robinson Crusoe sind, müssen wir ihnen entkommen. Dabei hat jede Entscheidung direkte Auswirkungen auf das Spiel und außerdem verschiedene Enden zur Folge. So könnt ihr zum Beispiel kurzerhand den Hund des Jägers pulverisieren, um euch danach selbst in den Wuffer zu verwandeln, quasi als Tarnmanöver. Manchmal endet euer Abenteuer bei solchen Aktionen aber schneller als euch lieb ist. Zum Glück helfen euch dann vergesetzte Speicherpunkte aus der Misere. In Sachen Inventar steht dem Orbitaltouristen und Asylbazi während der Demo derzeit nur die Wahl zwischen Blaster, Scanner oder Medikit. Einige Minispiele sowie noch mehr aus- und aufrüstbare Gegenstände sollen aber ihren Weg in das fertige Spiel finden. So bekloppt Plan B from Outer Space auch klingen mag, es ist eine lustig angelegte Science-Fiction-Geschichte mit einem angenehmen Hauch bayerischen Kulturguts. Das Abenteuer wird hauptsächlich durch Text vorangetrieben. Wer kein Freund von geschriebenem Wort ist, der könnte recht schnell gelangweilt sein. Wer hingegen eine lebhafte Vorstellungskraft besitzt und gerne in Ironie über die bayerische Kultur schwelgt, der sollte sich Plan B definitiv anschauen. Plan B from Outer Space, A Bavarian Odyssey, ein sehr nettes, kleines, lustiges Spiel. Das war jetzt die Demo, sie hat mir jetzt schon sehr viel Spaß gemacht. Ich komme ja aus Bayern, kann auch ein bisschen über mich selbst lachen. Und wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch mal an. Der ist auch sehr lustig gemacht, mit sehr viel Charme. Der hat mich schon eigentlich von Anfang an überzeugt. Das war es dann auch schon für heute mit dieser kleinen, netten Sendung. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Slideshow Unlock, unser neues Mobile-Format. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr da regelmäßig vorbeischaut. Schauen wir uns jetzt lieber ein anderes neues Format, stimmt ja nicht, ein neues Spiel an. Und zwar mein erstes Mal mit Lost in Random und wie ich mich geschlagen habe. Das seht ihr jetzt. Hallo ihr Lieben und auch die nächsten Netten. Herzlich willkommen zu meinem ersten Mal mit Lost in Random. Ein kleines nettes Indie-Spiel im Rahmen der EA Originals von Zeug Games, von Zeug Studios. Ich freue mich sehr, dass wir das spielen, denn ich habe gestern schon mal so ein bisschen reingespielt, weil bei solchen Spielen ist es ja immer so, man muss ein bisschen spielen, bis das Spiel auch wirklich startet. Und wir wollen euch ja auch was Spannendes zeigen. Und ich kann euch ein bisschen was verraten, wo es in diesem Spiel geht. Aktuell ist irgendwie, jedes zweite Spiel hat irgendwas mit Karten oder Würfeln und in diesem Spiel ist beides dabei. Diese ganze Welt basiert auf Würfeln und ich starte schon mal währenddessen rein und ihr werdet es gleich sehen. Und diese ganzen Würfel könnt ihr auch zum Kämpfen hernehmen und wie auch immer. Und wir haben einen Würfel als Begleiter, aber erst gerade bekommen. Heißt, wir haben jetzt hier eine fröhliche Runde gespielt. So, hier sind wir. Und dieser Würfel, der uns hinterherläuft, den haben wir jetzt gerade bekommen. Deswegen ist hier, habe ich mir gestern gedacht, ein guter Punkt einzusteigen, weil jetzt lernen wir zusammen, was diese Würfel hier können. Ich bin dieses nette Mädel. Kann ich hier eh so mit meiner Steinschleuder schießen. Das habe ich.
Dann kriege ich hier so ein bisschen Loot. Jetzt habe ich schon 150, das kann ich garantiert irgendwo mal ausgeben. Und jetzt kann ich meinen Würfel irgendwo hinschicken. Zwei Druckplatten. Genau. Ich bin Even und unsere Schwester wurde entführt. Die heißt, ne, passend zu Even, Odd natürlich, ne, gerade, ungerade. Und die wurde von der Königin, was heißt entführt? Alle Kinder, die 12 werden, müssen von dieser Königin einen Würfel würfeln. Und je nachdem, welche Zahl du würfelst, da sind die Spielkarten. Genau. Hey, those are mine. You don't just take things from people. What? Ugh, fine. You could hold on to them, I guess. Just don't digest them. Der heißt übrigens Dicey, habe ich auch schon gelernt. Watch out, Dicey. Okay, jetzt werden die. Jetzt kommen Kämpfe. Dicey, greif sie an. Ja, dann nehmen wir mal die Steinschleuder. Okay, ja. Ah, okay. Ich muss immer diese leuchtenden Dinger auf der Rüstung suchen. Da jetzt, da oben an der Schulter. Hallo. Weg. Da unten an der Hüfte. Wieder an der Schulter. Genau. Und diese Dinger können wir jetzt einsammeln. Und wenn wir das eingesammelt haben, kriegen wir hier die Karten. Das habe ich schon einmal probiert. Ey, und jetzt kann ich Würfel würfeln mit diesen blauen Dinger, die ich bekomme. Jetzt würfeln wir einmal. Hab eine 1, Kartentoken. Wenn du Dicey wirfst, erhältst du Kartentoken, die der Augenzahl entsprechen. Das Ergebnis wird oben rechts angezeigt. Alles klar? Verwende Kartentoken, um deine Karten zu aktivieren. Ja. Und verlasse die Würfeldimension, indem du etwas angreifst oder Y drückst. Okay, jetzt kann ich hier was spielen. Glückliches Händchen. Die unberechenbare und manchmal größere Würfeldimension gibt einen Kartentoken. Gesundheit wiederherstellen. 3 Schwert, ich krieg ein Schwert, das ist doch ganz cool. Dann machen wir jetzt mal das, spielen. Wir nehmen sich hier so ein Schwert. Spielen. Okay, Würfeldimension verlassen. Und jetzt können wir hier... Hä? Ey. Okay, dann schießen wir den noch mal ein paar Mal ab. Er kann ihn nicht ausweichen. Komm, würfeln wir den mal. Da kann ich schon mal Leben ziehen. Ah, die anderen Karten sind weg. Oh, wow. Dann hätte ich natürlich den Speer gezogen. Nee, sie kommen wieder, wenn ich auf 0 bin. Wunderbar. So, langsam kommen wir rein. Nächster Boss. Die Story erzähle ich euch gleich nochmal weiter. Dafür habe ich gerade ein bisschen aufgehört. Ah, B ist ausweichen. B. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann würfeln wir mal. Machen wir was Neues. Also, ziehen wir erstmal den Nuller, dass wir wieder einen extra Token bekommen. Knallen uns das Leben rein. Knallen uns nochmal ein Leben rein. Ja, zack. Jetzt haben wir ein volles Schwert. Okay, aufgeladener Angriff läuft. Aufgeladener Angriff läuft. So. Knallen wir den noch weg. Bombe. Beschwöre eine Bombe, schieße auf sie oder schlage sie, um sie aktivieren. Geh in Deckung. Gut, wie hast du eine Bombe halt macht. Okay, kommen wir zurück zur Geschichte, werden hier weiterlaufen. Wie gesagt, die Königin, alle Kinder, die 12 sind, unsere Schwester ist größer, musste dann würfeln. Und je nachdem, welche Anzahl du würfelst, in diesen Stadtteil kommst du. Und glücklicherweise wurden gestern die Stadtteile vorgestellt. Und zwar, ich kann sie euch einmal kurz vorlesen. Wenn du eine 1 würfelst, kommst du in 1 Felden, mit 2 in 2 Stadt, mit 3 in Dreiheit, mit 4 in der Vierburg. 5-5 Tropolis in 6 in Sextopia. Unsere Schwester hat die 6 gewürfelt und ist nach Sextopia gekommen. Und jetzt könnte man denken, ja, je höher, desto besser, weil das so ein bisschen aufgeteilt. So wie in Time zum Beispiel, dass du also verschiedene Zonen hast. Aber leider ist es nicht so. 1 bis 5 sind leider alles so ein bisschen kaputte Orte, wie man das nennen will. Und auch wenn 1 ganz klar unten ist, weil das so die Mülldeponie für alle ist, sind 2, 3, 4, 5... nicht sonderlich besser. Unsere Schwester kam in Sextopia und Leute, die da sind, kommen anscheinend nie wieder. Also, die einmal bei der Königin sind. Unser Plot ist es, wir wollen unsere Schwester natürlich wiederfinden oder retten und deswegen kämpfen wir. So, eine Bombe. Würfeln. Ziehen wir erstmal den Extrapunkt wieder und machen wir die Bombe. Ah, ich kann noch... Oh, spielen wir noch ein Schwert hinterher, klar. Boom! Ja, das ging fix, ne? Da schaut die Blöde aus der Wäsche. Ich habe keine Waffe mehr! Wow! Würfeln! Ey, mir gefällt dieses Karten. Mir gefällt das. Wenn jetzt noch ein bisschen mehr Deckbau reinkommt, hey, habe ich Bock. Komm, wir ziehen mal die neue Waffe. Haben wir noch nicht ausprobiert. Und Leben hinterher, wir haben ja noch Punkte frei. Okay, wie... Ah, okay. Weg mit dir. Weg mit dir.
Weg mit dir und weg mit dir. Easy one. Ja, wie gesagt, die böse Königin hält unsere Schwester gefangen. Die wollen wir retten. Jetzt kommt der Bosskampf. Ja, das ist der antike Turm. Er heißt auch schon so. Losschicken. Außer Reichweite. Denk dran, du kannst Dicey losschicken. Okay. Geht auch mehr in den Kampf. Das ist schon gut zu wissen. Dann bleib ich mal auf Abstand. Schießt mir hier so ein paar. Oh. Ja, warte, wir sehen den mal an und schicken Dicey jetzt los. Da. Und kann ich noch wieder? Ach, der kommt automatisch hierher. Oh, ich habe den Bogen, aber wir brauchen dafür mindestens halt eine 2, ne? Jetzt würfeln wir. 2, wenigstens etwas. Wir nehmen den Hä? Das war eine 1. Und jetzt drauf, 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 drauf. Oh, das ist aber nicht so nett. Würfeln. Jetzt haben wir 2 gewürfelt. Und den Nuller hinterher. Jetzt haben wir 3. Jetzt können wir uns den Bogen ziehen, was wir auf jeden Fall machen werden. Und ja, dann heilen wir uns noch. Oder? Sieht gut aus. Jetzt haben wir sogar beide Waffen. Man kann sogar beide Waffen halten. Das ist cool. Ja, mit dem Bogen geht's entspannt. Ist auch komplett egal, wo man hinter. Der hat keine Schwachstelle oder so. Da fehlt im Rücken noch. So, lass ihn mal einmal angreifen. Dann kann ich nämlich jetzt auch mal hier mit dem Schwert wieder rangehen. Und drauf. Und selber weg. Und drauf, tack, tack, tack. Zack, fertig. Mal schauen, was wir bekommen. Segen des Würfels. Durch den Segen der alten Würfelspieler werden die Kosten jeder Karte in Evens Hand um eine Karte, um einen Token verringert. Ah, das ist eine Karte. Okay, wir haben den Segen bekommen. Das Tor der 2. Ja, jetzt sind schon die Rede von 2. Also, wir sind wahrscheinlich schon in der Zweierstadt. Da sind auch 2 Würfel an der Wand. Jetzt kann ich würfeln. 2. Ich habe das Tor geöffnet. Jetzt kann ich übertreten. Das ist schon sehr schick gemacht. Also alles auch sehr, einfach sehr in dieses Thema des Würfels. Das spielen sie auch überall aus. Das ist auch überall relevant. Zweibahnstraße, Händlerstraße, 2 Stadtplatz. Wir wollen zur Händlerstraße. Ich will jetzt mal neue Karten. Was bist du für einer? Eine große Box. Money Dex! Da haben wir ihn. Money Dex zu deinen Diensten. Ich bin definitiv an Karten interessiert. Ah, nee. Jetzt habe ich alle dabei. Ich würde gerne ein paar Karten kaufen. Okay, 550 haben wir. Schaden, Joker und Risiko. Ich glaube, wir machen mal dieses Risiko. Nee, Risiko war, glaube ich, Bombe. Und Joker ist, glaube ich, auch cool. Wir nehmen die goldene Mitte. Okay, zum Shop hinzufügen. Also, wir haben 550 Münzen und können jetzt hier kaufen. Also, wir haben einmal 2 Hammer, eine Waffe. Der ist ziemlich krass, glaube ich, wenn ich dafür 3 würfeln muss. Zeitfalle. Beschwöre eine Uhr, die Gegner verlangsamt, die in ihrem Teil der Würfeldimension gefangen sind. Hält 10 Sekunden. Kritische 20. Beschwöre den dämonischen Ikusaeda, der jedem Wesen in seiner Nähe Schaden zufügt und vor allem abprallt, was er trifft. Ah, das ist ein bisschen random, das ist eigentlich lustig. Also, 550. Ey, ich will eigentlich die krassen Karten haben, ne? Eigentlich so ein bisschen schon. Geschützt. Wir kaufen mal das. Aber der kostet 0. Ey, wir müssen den nehmen. Das ist für 0 safer Schutz. Den Random-Würfel, der klingt auch noch lustig. Kriege ich beide. Das sind 300. Das passt genau. Ich kann den Random-Typ nehmen und den fett teuren. Wir haben die Nadel gemacht. Hier ist ein Geschenk für teure Kunden, treue Kunden. Eine goldene Nadel kann in einer Würfeldimension benutzt werden, indem du Steuerkreuz eine Karte in der Hand aufsparst, bis erneut gewürfelt wird. Je mehr Nadeln du hast, desto mehr Karten kannst du. Haben wir gemerkt. Also hier ist unser guter Freund. Wir brauchen bloß wieder nur Kohle. Obwohl, jetzt würde ich gerne auch kämpfen, weil ich jetzt neue Karten habe, die ich gerne ausprobieren würde. Nur leider komme ich nicht raus. Die Tür war verschlossen. Aber vielleicht hat jemand in der Nähe einen Schlüssel. Wir sind auf der Suche nach einem Schlüssel. Royale Roboter der Königin. Und der war, glaube ich, nicht so gut auf uns zu sprechen. Okay, wir können uns schon mal ein Schwert ziehen. 2 Schwerter ziehen. Random Ding. Okay, wir machen gleich das Random Teil. Würfel. Random. Erstmal, wir machen das Random Ding. Okay, wir können es hier so ein bisschen echt so platzieren. Ah, ne, wir können noch eins ziehen. Dann holen wir noch eins. Dann ist es eh vorbei. Hä? Würfel! Erstmal gratis Ding. Jede
Karte um 1 verringert. Dann kann ich mich nämlich noch heilen, eine Waffe ziehen und den Random-Würfel. So, der da jetzt dieser so abräumt. Bam. Der Würfel kann mir abprallen. Oh, wow. Das hat mir keiner erzählt. Auf dem Boden, jetzt wird so weggehackt. Also schwere Angriffe hauen die Gegner auch um. So, extra Ding holen und jetzt hammern wir aber sowas von rein. Ja, dann heilen wir uns noch, wenn wir es haben. Yo, der gefällt mir. Was, wenn ich den auflade? Belohnung. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, da hinten ist bloß ein Spawnpunkt. Ein Schlüssel. Ja, ich glaube, der ist für die Tür. So, dann schauen wir mal noch uns, was es hinter der Tür erwartet. Rein da. Zweibahnstraße. Nicht Einbahnstraße, Zweibahnstraße. Da oben kommt so ein grüner Questmarker. Das. Ist das ein Rätselbasar? Fehlt nur die Tür nach drei. Alas, the door was sealed shut, and only a roll of a three would open it. But Even's friend was one dot short. He could only roll a one and a two, and Even would have to find a way to upgrade him. Strange. What's up with these little guys? Schön. Kampf zum Ende und dann die Brettspielerei-Arena. Erreiche das Ende. Okay. Arena-Kampf. Ich muss überleben. Du steckst in einem riesigen Brettspiel fest. Dies ist eine ganz besondere Form von Begegnung, bei der du eine Aufgabe abschließen musst, um zu gewinnen. Das Ziel dieses Brettspiels ist simpel. Rücke mit deiner Spielfigur bis auf das letzte Feld vor. Okay. So viel. Ne? Lande die Spielfigur auf dem Feld. Erscheint eine Verlangsamungsblase. Gegner geschossen im Inneren werden verlangsamt. Und lande die Spielfigur hier. Findest du einen Schatzvogel über die Arena. Steh auf dem Schatz auf. Okay. Alles klar. Heißt, immer wenn ich würfel, geht auch noch die... Ding vor. Okay, Instant-Schutz. Alle Karten eins weniger. Ah, man muss wirklich warten. Ja, dann pinnen wir die an und dann geht's weiter. Okay, man muss wirklich warten. Man muss wirklich warten, bis alle Karten gezogen sind. So, jetzt kriegen wir noch eine Karte. Noch eine Karte. Noch eine Karte. Und jetzt können wir nicht mehr haben. Eine 2. Dann ziehen wir jetzt die hier. Dann kostet nämlich alles eins weniger. Ja, dann pinnen wir dich an. Holen uns ein Schwert. Und dann... schießen wir den noch. Verlangsamungsblase. Unser Schutz ist halt jetzt gerade schon wieder weggegangen. Zack, drauf, drauf. Und drauf, drauf, drauf. Wie unser Würfel da links immer noch hin und her fetzt, finde ich lustig. Ich mag die Karte. Dass der Würfel einfach... Hui, das ist aber nicht so nett. Das ist jetzt ein Fernkämpfer, okay. Drauf, drauf, drauf. Nein! Ah doch. Ich habe keine Karte mehr. Keine Waffe mehr. Würfeln. Wunderbar. Rein, dann kostet alles 0. Das 0. Und das 0. Und jetzt kommt der Hammer. Oh, geil! Wir können ja abwarten. Wir können ja während der Würfeldimension irgendwo hingehen und schon mal den ersten Hit setzen. Okay, wir haben gleich das Spiel. So, direkt würfeln, haben wir das Spiel gewonnen. Zack, easy, 1, fertig, will gar nichts ändern. Rein, gewonnen! Jetzt dreht sich die Welt um, jetzt sind wir unten. Ach, jetzt geht unten ein Tor auf. Spielleiter, wenn du eine Spielfigur vorhanden hast, bewegt sie sich um ein weiteres Feld. Zieh dann eine neue Karte. Okay, damit können wir diese Spielbrett-Dinger manipulieren. Das ist doch ein schönes Ende. Das ist ein schönes Ende. Ich glaube, ihr habt jetzt echt viel zu sehen und ihr habt es gemerkt, mir gefällt dieses Spiel. Ich mag es sehr, wie das alles aufgegriffen ist, diese ganze Thematik, dass alles so schön klein ist. Es ist echt schön gestaltet. Schaut es euch an. Schaut es euch gerne, gerne an, wenn es rauskommt. Ich kann ja einmal kurz aufs Handy schauen, wann es rauskommt. Ich habe es nämlich ja noch offen. 10. September für Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series, PC über Origin und Steam. Wenn ihr wollt, schaut euch das gerne an. Mir gefällt es sehr. Muss gar nicht mehr viel zu sagen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn ihr das wollt. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, die 4 ist die 1 des kleinen Mannes. Ciao.
Lost in Random, ein sehr cooles Spiel. Ich fand's sehr, sehr cool. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das werde ich auf jeden Fall spielen, wenn es rauskommt. Und hey, wie Marvel Midnight Suns, da sind Karten dabei. Natürlich in anderen Varianten, aber irgendwie merke ich schon dieses Jahr, es kommen immer echt viele Spiele mit Würfel und mit Karten. Oder ich muss die zumindest immer spielen bei uns. Aber es hat mir richtig gut gefallen. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Das werde ich auf jeden Fall verfolgen. Und gerade, weil es ja auch so ein kleines Indie-Spiel ist, finde ich, das kann man das sehr gerne unterstützen. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Und ich hoffe, euch hat auch diese Sendung gefallen. Weil damit sind wir auch schon am Ende mit Insert Coin Folge 608. Nächste Woche ist dann hoffentlich wieder Felix für euch am Start. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut. Ciao.